Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Wir reagieren gleich auf ein richtig schmackiges Video. Und hier sind die beiden Boys auch am Start. Es geht! Wir haben gerade eben hier, ich glaube, das werden wir dann nochmal richtig in der Roomtour, wenn wir in Spanien sind, releasen, schon mal eine kleine Bude gebucht. Ja, haben wir rausgesucht. Lukas und ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich habe noch nicht so viel gezeigt. Ich will nur eine Sache kurz noch zeigen, bevor das Reaction-Video beginnt. Gönnt euch mal diese Comic-Wand. Die ist so pervers. Das war das Buchungsargument schlechthin. Deswegen haben wir die auch genommen. Ja? So, und jetzt reagiere ich mit dem lieben David, Herrn Boost, auf ein Video. Yes. Viel Spaß. Bevor das Video beginnt, ich habe das schon wieder vergessen. Der David erinnert mich häufig auch dran. Der Merch ist jetzt endlich da. Der goldene Merch. Zeig mal von hinten. Genau. Boah, der sieht echt, ich finde den viel geiler. Auch geiler als den komplett grünen. Genau, weil zeig nochmal. Okay. Weil der Kontrast einfach heftig ist. Ich finde den schon geil. Juhu! Genau, das wollte ich noch kurz sagen. Viele hatten gefragt, wann kommt jetzt der Hoodie für die R6 oder zur R6. Den gibt's jetzt im Shop, habe ich unten verlinkt. Und jetzt viel Spaß. So, es geht los natürlich gleich wieder mit Top-Premium-Soundqualität. Boah, die Videoqualität ist aber auch geil. Ja, sieht aus wie mit einem Toaster gefilmt. Müll. Boah, der Mittelfinger da gezeigt. Mittelfinger. Jetzt geht's ab. Da geht auch noch ein Mittelfinger jetzt los. Jetzt geht's richtig ab. Vielleicht kommen die Knarren. It's a work zone! It's a work zone! 25 miles an hour, what are you doing? You wanna get a double ticket? Er ist, glaube ich, zu schnell gefahren, also meinte er, ne? Wow, what are those days, huh? Dass sie auch immer dann die Schimpfwörter ausblenden. Ich wollte gerade sagen, heftig. Müssen die das? Rechtlich gesehen? Ja, in Amerika ist das ja, muss ja gefühlt alles, selbst in Musikliedern muss ja alles gepiept werden. Das ist so verrückt. Ja, von guter Soundqualität natürlich. Naja, eigentlich ist es immer noch. Ist es überhaupt Sound? Ich glaube, das Mikro versagt einfach komplett. Das hört sich ganz komisch an, Leute. Ja. Hä? Ich habe gar nicht den Text gelesen. Ich finde immer diese Texte so weird. It can't be. Was? Boah, er fährt okay, so nah krank. Auf? Oder was? Was ist das für ein Ton? Was sagt er? Irgendwie Backup? Backup Asshole, habe ich verstanden. Ja, aber ich verstehe nicht, was er da einblendet für Tonqualität. Immer. Da hatten wir beim letzten Mal schon drüber geredet. Das ist so der Classic-Move. Kennzeichen. Immer. Man kennt es. Krank. Das sieht fast aus wie Deutschland. Nee. Aus England, ja. So, ne? Ja. Mike X-Ray 65 Whiskey Kilo Romeo. That's one way. I know that. Oh, why are you coming this way then? Das finde ich richtig unnötig. Hast du jetzt gerade das Kennzeichen vorgelesen? Ja, weil sie durch eine Einbahnstraße gefahren ist. Das ist so wie letztens, als bei mir einmal der Mittelfinger geflogen ist und die eine Frau sich dann zurückfallen lässt und mit ihrem Handy von meinem Kennzeichen ein Foto macht. So einen auf, ich zeig dich an. Können wir das nochmal ja, kurz? Was war das denn jetzt? Das habe ich gerade auch gar nicht gesehen. Sorry, dass ich dir jetzt nicht zugehört habe. Ich war so verwirrt. Guck mal. Krank, der schwert den Spiegel ab und dann rammt er den noch. Das raff ich nicht. Hat er die. Ist der irgendwie raus aus der Spur geflogen oder so? Hä? Ist der bewusstlos oder so? Was geht denn jetzt ab? Krank, ich würde erstmal hinlaufen und checken. Ja, aber der scheint ja gar nicht. Der ist ja sogar in das Auto noch reingeraubt. Ist der ausgestiegen? Hä? I got video on it. Was ist denn jetzt los? Ist der im das Auto? Erinnert mich gerade alles total an GTA. Da startest du doch auch in so einem, weißen Unterhemd in GTA San Andreas. Ja. 1:1 der Charakter, der da vorne jetzt am Auto ist. Er pöbelt ihn ja noch die ganze Zeit an. Das verstehe ne? ich auch nicht. Fährt er jetzt los? Ja. No. Hey, hey, hey! Will er damit? Der ist doch irgendwie auf Drogen, oder? Der kann doch nicht mehr Auto. No way. Hä, und der Officer, der fährt nicht hinterher. Ja. Aber er fährt hinterher. Boah, das ist ja richtig krass. Wie kann denn das Auto denn fahren? Boah, jetzt geht's richtig ab. Wie geil ist das denn? Ja, aber jetzt mal. Oh,
kann das Auto denn fahren? Hast du gesehen, wie das... Ja, der hat doch gar nichts gesehen. Was? Ist das geil? Das ist das geilste Reaction-Video ever. Das Auto ist doch kaputt. Der muss doch irgendwie auf Drogen sein, der Autofahrer. Voll. Oder? Also das ist ja richtig verrückt. Jetzt parkt er da noch rein. Die Musik auch im Hintergrund, hörst du das? Ja. Damn it. Bisschen Action. What's the address here? What's the address here? That guy just did a hit and run. What street is this? Die Polizei war da. Warum? Da fährt er wieder weg! Das kann doch nicht. Aber doch, das ist echt, ne? So, ja, das ist echt. Digga, der hat doch das die, ist doch viel zu. Das kann nicht wahr sein. Emergency Number und sowas. Das kann nicht wahr sein. Der ist am Schlafwandeln, der Typ. Eigentlich nur, wie das Auto noch fahren kann. Das ist vorne komplett kaputt. Er kann nichts mehr sehen. Safe nicht. Von warum, das verstehe ich nicht. Ja, wo ist die Polizei? Oder warte, das war wahrscheinlich nur so ein ganz, ganz kleiner Dorfkopf. Ja, aber trotzdem. Der noch nicht mal eine Knarre hat. Das kann doch nicht sein. Was gibt's nicht? Los, das bei gibt's denen. Nicht. Guck mal, wie der schlingert, siehst du das? Das ist das Krankeste. Boah, guck mal. Boah, wie schnell das Teil ankam, Schwede. Ne? Übel. Und der bleibt ganz ruhig. Siehst du den Qualm? Das schleift Tag seines Lebens. Das ist so heftig. Ey, ich finde das gerade so spannend. Das ist richtig cool. Was zur Hölle? Kann er immer noch fahren? Das ist, glaube ich, ein Mercedes. Okay, oder BMW. We're exiting. Das ist gar nicht. Ja, das ist ein Mercedes, ja. Mercedes, ja. Guck mal, ja. Deutsche Qualität auch noch ein Vollcrash. Fährt das Ding auf. Ich hätte ein bisschen Schiss, dem hinterher zu fahren. Ich glaube, der ist einfach vollkommen verwirrt, oder? Back on the 215 South. Ich raff das nicht. Der telefoniert die ganze Zeit mit der Polizei, ne? Oder kommentiert er das jetzt nur? Ich hab keine Ahnung. Aber wenn jetzt gleich noch die Polizei kommt. Junge, der ist richtig verwirrt. Der ist so verwirrt. Wo ist die Polizei? Das verstehe ich nicht. Wo ist die Polizei? Da ist Highway Patrol. Ja, wo ist denn der. Wo ist der. Da. Ja, die Cops, das raff ich nicht, ja, das verstehe ich nicht. Das raffen die jetzt ja sowieso nicht. Vor allem, das überall Highway Patrol. Das muss man doch sehen, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass der entkommt. Das gibt's nicht. Der entkommt nicht. Vor Motorradfahrern entkommst du eigentlich sowieso nicht, weil. Also immer auf Abstand. Ich meine, der Polizei. Ja. Das verstehe ich nicht. Wenn der Motorradfahrer die ganze Zeit hinterher ist, der kann ja immer anrufen. Ich hätte nur Angst, dass der jetzt bei Ausstellung irgendwie den erschießt oder sowas. Das kann nicht wahr sein. Also, ich hatte schon mit Sören echt verrückte Verfolgungsjagden, aber das ist auf jeden Fall mit dem kaputten Auto mit das Verrückteste, was ich je gesehen habe. Hast du gesehen, im Hintergrund der Land Rover? Jetzt ist das Auto kaputt. Guck mal, wie der dampft. Das Auto kann das Auto nicht mehr. Das ist unzerstörbar. Leute, deutsche Markenqualität an der Stelle. Ja. Er fährt auch die ganze Zeit über Rot, ne? Oder? Ich weiß gar nicht, ob er das... Er fährt einfach über Rot. Oh, mit dem Motorrad. Das Schlimme ist, wenn ihm jetzt was passieren würde, so, ne? Das aber er hält immer gut Sicherheitsabstand. Das würde ich auch. Du weißt überhaupt nicht, wie der Typ drauf ist. Stell dir mal vor, der steigt aus, gerade in Amerika hat eine Waffe und knallt dich da einfach runter. Ich meine, wenn der so fährt, Hit and Run macht, dann hat er, glaube ich, auch keine Skrupel, da irgendwen niederzuschießen. Das Auto fährt immer noch. Und immer noch keine Polizei. Immer noch, das kann nicht sein. Das verstehe ich nicht. Ja, sonst ist... Digga. Junge. Da würde ich irgendwann sagen, so, boah, da bringe ich mich nicht mehr in Gefahr. Guck mal, der verliert alles. Was ist das? Was geht denn jetzt ab? In the city of San Bernardino off Washington and Mount Vernon. I'm in pursuit. We're in Moreno Valley right now. Echt? Einfach die verrückteste Verfolgungsjagd ever. Voll. Ich finde das auch geil, dass das so lange geht. Das ist richtig spannend. Ja, das ganze Video. Häufig hat... Oh, oh. Right here on the intersection of Frederick and Cottonwood. I believe he's under the influence. Guckt euch bitte das Auto an. What was that? No, we're parked. We're parked right now. Ich verstehe nicht, wo die Polizei ist. Not sure if he's gonna jump off again. Aber hier der Geländewagen. Ja, der fährt auch ja, die ganze Zeit. Yes, yes. Right before the intersection of Frederick, we're on Cottonwood. He's parked on the side curb. Hat er eine Knarre? Er ist voll irgendwie auf Drogen oder so. Yeah, he's actually trying to talk to me, but I'm keeping my distance.
Looks like he's under the influence. Black ist, glaube ich, der rein gar nichts. Looks like 5'6". Boah, ist der stay fucking back. Creepy. Stay back. No, no, stay Krank. Back. Stay back. Das ist irgendwie verwirrend. Der hat einen Unfall gebaut, dann haut er so krank ab irgendwie. Der macht alles schlimmer damit. Wenn du einfach fährst nach dem Unfall. In Deutschland ja sowieso, ja, in Amerika wird's aber hit and run. Boah. Okay, yeah. Yeah, I hope they hurry up because I'm not sure if he's gonna come back and jump in his car. Telefoniert der? Ja. Okay, no problem. Krank, der wird gleich so verhaftet. Alright, bye bye. Ich glaube, der muss ja irgendwie... You should have stopped back there, man, when you hit those two cars, bro. Er muss auf Drogen ja, sein. Der redet auch muss, ja. I wanted you to stop over there. You hit two cars, bro. Of course I'm right. The right thing, the right thing you should have done was stay right there. Only in America. Da, hallo. Ohne Blaulicht. Endlich. Hallo. Vor allem ganz entspannt, ganz gechillt. Ja, da hat er nur zwei Autos komplett gecrashed. Guck mal, wie, das gibt's doch nicht, wie entspannt die da rausgehen. He took off and seen an accident happen on video. Und festgenäht, jetzt kommt bestimmt der wie heißt der, Teaser, Taser? Taser. Taser. Ja. Krank, das kann aber nicht jetzt, wahr er sieht sein. Das jetzt irgendwie ein, ne, und macht so auf ruhig. Boah. Stop, you guys, I can prepare the video for the detained the driver, compound came to arrest him. I feel like chasing them. Okay. Ja. Polizei das aufgenommen und durch, ne? Boah, krank. Ui, nochmal kurz hier einen Halbcrash. Aber krass, das war jetzt richtig lang. Voll, egal was jetzt kommt, das kann nicht mehr getoppt nee, werden. Das war echt so intens, so geil. Ja, also, das ist geil, es war einfach beängstigend. Verrückt, sowas. Ja. Also, das erlebt man ja auch nicht jeden Tag. Das ist gestört, wirklich. Einfach nur gestört. Auf jeden Fall. Kommt jetzt nochmal ein schmackiger Road Rage. Ja. Genau. Was redet der da? Spanisch. Wo holt der denn jetzt? Aber er fährt auf einer ganz Junge, komischen Spur was? Da. Aber das ist wieder irgendwie Indien oder sowas. Die fahren sowieso alle nicht ganz normal. Das war's mit dem Reaction-Video. War auf jeden Fall richtig krank diesmal. Super spannend, hat mir mega, mega gut gefallen. Jetzt habe ich auch wieder Bock auf mehr Reaction-Videos. Ich hoffe, ihr auch. Checkt auf jeden Fall den Merch ab. Und ich hatte ja gerade am Anfang des Videos gesagt, dass wir eine Wohnung gebucht haben. Irgendwie haben wir gerade eine Nachricht bekommen, dass da irgendwie ein Wasserrohrbruch ist. Also wissen wir immer noch nicht, wo wir schlafen. Zufälle gibt's. Und wir sehen uns im nächsten Video, wahrscheinlich irgendwie auch aus Spanien. Und, ach nee, das nächste Video geht dann einmal um die Kosten der R6. Und dann sehen wir uns in Spanien. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Und ciao. Bang, bang, it's